Eucharistischer Kreuzweg im Geiste der Liebesflamme. Das schöne Gebetsstundenheft. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Kommt, beten wir Jesus an. Unseren König, der im Purpur seines Blutes jetzt seinen Kreuzweg beginnt. Kommt, folgen wir ihm auf seinem Weg. Mit innigster Liebe. Jesus Christus, der auf Golgatha am Thron seiner Liebe, am Kreuz ausgespannt ist. Um uns an sich zu ziehen. Kommt, wir beten ihn an. Um die Geheimnisse seiner Leiden und seines Todes zu betrachten. Kommt, wir wollen mit allen Engeln und Heiligen des Himmels sprechen. Heilig, heilig, heilig ist Gott, Herr der Mächte und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ewiger Vater, wir opfern dir auf die Leiden, den Todeskampf, den Kreuzestod deines eingeborenen Sohnes als Sühne für unsere Sünden. Jesus, unser göttlicher Erlöser, unsere Sünden waren schuld an deinem Leiden und Tod. Am Vorabend deines bitteren Leidens hast du das heiligste Sakrament des Altars eingesetzt, um alle Zeit unter uns wohnen zu können. Deine Liebe konnte es nämlich nicht ertragen, dich von uns Menschen, die du so sehr liebst, trennen zu müssen. Einige Stunden später musstest du hören. Weg mit ihm, ans Kreuz mit ihm. Daher bitten wir dich im Namen aller Menschen, von tiefem Schmerz bewegt, um Erbarmen. Herr Jesus, denke daran, welch großen Lösepreis du für uns, deinem himmlischen Vater, zahlen musstest. Lass die Seele nicht verloren gehen, die du durch dein kostbares Blut erlöst hast. Herr Jesus, unser Erlöser, du hast im allerheiligsten Sakrament des Altars, des Gedächtnisses, deines Leidens und Todes hinterlassen. Du wolltest, dass wir deinen Tod verkünden, so oft wir diese heiligen Geheimnisse feiern, bis du wiederkommen wirst in Herrlichkeit. Treu deinem Wunsche wollen wir deinen Kreuzweg betrachten und hier in deiner Gegenwart bedenken. Dass du in diesem heiligsten Sakrament, in demselben Leib, mit derselben Liebe und Demut anwesend bist, wie einst am Kreuze. Und du, unsere himmlische Mutter, die du in diesem heiligsten Sakrament deinen göttlichen Sohn genauso anbetest und liebst wie einst am Kreuze. Komm uns zu Hilfe, damit wir diese Sühne-Kreuzweg-Andacht mit dir in würdiger Weise begehen. Wir vereinigen uns mit den Anliegen Jesu und Mariens, um die von der Heiligen Kirche angebotenen Ablässe zu gewinnen. Ihr heiligen Schutzengel und ihr Schutzheiligen unserer Kirche sowie alle Heiligen, behütet und beschützet uns. Erste Station. Jesus wird von Pilatus zum Tode verurteilt.
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Stille Betrachtung. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Durch die Verdienste deiner Leiden, erbarme dich unser. Schmerzhafte Mutter Gottes, Königin der Welt, bete mit uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit den Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Zweite Station. Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schultern. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Stille Betrachtung. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Durch die Verdienste deiner Leiden, erbarme dich unser. Schmerzhafte Mutter Gottes, Königin der Welt, bitte mit uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit den Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Dritte Station.
Jesus fällt zum ersten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Stille Betrachtung. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Durch die Verdienste deiner Leiden, erbarme dich unser. Schmerzhafte Mutter Gottes, Königin der Welt, bete mit uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit den Gnadenwürfen deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Vierte Station. Jesus begegnet seiner betrübten Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Stille Betrachtung. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Durch die Verdienste deiner heiligen Leiden, erbarme dich unser. Schmerzhafte Mutter Gottes, Königin der Welt, bete mit uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit den Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Fünfte Station. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Stille Betrachtung.
Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Durch die Verdienste dein, erbarme dich unser. Durch die Verdienste deiner Leiden erbarme dich unser. Schmerzhafte Mutter Gottes, Königin der Welt. Bete mit uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit den Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Sechste Station. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Stille Betrachtung. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Durch die Verdienste deiner Leiden, erbarme dich unser. Schmerzhafte Mutter Gottes, Königin der Welt. Bete mit uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns deine Sünde. Überflute die ganze Menschheit mit den Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Gekreuzigt der Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Siebente Station. Jesus fällt zum zweiten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Stille Betrachtung. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Durch die Verdienste deiner Leiden, erbarme dich unser. Schmerzhafte Mutter Gottes, Königin der Welt. Bete mit uns. Gekreuzigter Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Herr, grüße seist du, Maria. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes und unsere liebe Mutter, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und bis zur Stunde ihrer Lösung, jetzt und der Stunde unseres Absterbens. Amen. Achte Station. Jesus tröstet die weinenden Frauen von Jerusalem. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Stille Betrachtung.
Herr, erbarme dich unser. O Jesus, erbarme dich unser. Durch die Verdienste deiner Leiden, erbarme dich unser. Schmerzhafte Mutter Gottes, Königin der Welt. Bete mit uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit den Gnadenwirken deiner Liebessonne, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Neunte Station. Jesus fällt zum dritten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Stille Betrachtung. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Durch die Verdienste deiner Leiden, erbarme dich unser. Schmerzhafte Mutter Gottes, Königin der Welt, bete mit uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit den Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Zehnte Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Stille Betrachtung.
täusche, Jungfrau. Eines dieser Bilder der Maria, aber da einen ganzen Katalog heute. Was hat man heute? Ich weiß, dass ich sehr, sehr froh wird nach Bayern zurück. Ich komme aus Bayern, finde ich, nehme ein Maria-Bild. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Durch die Verdienste deiner Leiden erbarme dich unser. Schmerzhafte Mutter Gottes, Königin der Welt, bete mit uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit den Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Elfte Station. Jesus wird ans Kreuz geschlagen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Stille Betrachtung. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Durch die Verdienste deiner Leiden erbarme dich unser. Schmerzhafte Mutter Gottes, Königin der Welt, bete mit uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit den Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Zwölfte Station. Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Stille Betrachtung.
Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Durch die Verdienste deiner Leiden, erbarme dich unser. Schmerzhafte Mutter Gottes, Königin der Welt, bete mit uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit den Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. 13. Station. Jesus wird vom Kreuz abgenommen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Stille Betrachtung. Erbarme dich uns, o Jesus, erbarme dich unser. Durch die Verdienste deiner Leiden, erbarme dich unser. Schmerzhafte Mutter Gottes, Königin der Welt, bete mit uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit den Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. 14. Station. Der heilige Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Stille Betrachtung.
Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Durch die Verdienste deiner Leiden erbarme dich unser. Schmerzhafte Mutter Gottes, Königin der Welt, bete mit uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit den Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus. Arme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Lied Christi Mutter stand mit Schmerzen. Christi Mutter stand mit Schmerzen bei dem Kreuz und weint von Herzen, als ihr lieber Sohn dahing. Durch die Seele voller Trauer, schneidend unter Todesschauer, jetzt das Schwert des Leidens ging. Wir beten nach der Meinung des Heiligen Vaters, um den vollkommenen Ablass zu gewinnen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit den Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Schlussgebete, Seite 58. Seele Christi, heilige uns. Seele Christi, heilige uns. Leib Christi, rette uns. Blut Christi, tränke uns. Wasser der Seite Christi, wasche uns. Leiden Christi, stärke uns. O gütigster Jesus, erhöre uns. Verbirg in deiner Wunden uns, von dir lass nimmer scheiden uns, vor dem bösen Feinde beschütze uns. In unserer Todesstunde rufe uns und heiße zu dir kommen uns, damit wir mögen loben dich in deinem Reiche mit deinen heiligen Engeln ewiglich. Blut Jesu, belebe uns. Blut Jesu, reinige uns. Blut Jesu, heilige uns. Blut Jesu, berausche uns. Blut Jesu, entzünde uns. Blut Jesu, verwandle uns. Blut Jesu, erlöse die Seelen aus dem Fegefeuer. Blut Jesu, einige die Welt. Blut Jesu, heilige die Welt. Blut Jesu, gib Frieden der Welt. Amen. Amen. Segen und Einsetzung des Allerheiligsten. Lied. Wir wollen Sühne leisten für die Sünden des Fluchens und der Gotteslästerung. Gott sei gepriesen.
Gott sei gepriesen. Gepriesen sei sein heiliger Name. Gepriesen sei sein heiliger Name. Gepriesen sei Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Gepriesen sei Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Gepriesen sei der Name Jesu. Gepriesen sei der Name Jesu. Gepriesen sei sein heiligstes Herz. Gepriesen sei sein heiligstes Herz. Gepriesen sei sein kostbares Blut. Gepriesen sei sein kostbares Blut. Gepriesen sei Jesus im allerheiligsten Altarsakrament. Gepriesen sei Jesus im allerheiligsten Altarsakrament. Gepriesen sei der Heilige Geist, unser Tröster. Gepriesen sei der Heilige Geist, unser Tröster. Gepriesen sei die Heere Mutter Gottes, die Jungfrau Maria. Gepriesen sei die Heere Mutter Gottes, die Jungfrau Maria. Gepriesen sei ihre heilige, unbefleckte Empfängnis. Gepriesen sei ihre heilige, unbefleckte Empfängnis. Gepriesen sei ihre glorreiche Aufnahme in den Himmel. Gepriesen sei ihre glorreiche Aufnahme in den Himmel. Gepriesen sei der heilige Name Mariens. Gepriesen sei der heilige Name Mariens. Gepriesen sei der heilige Josef, ihr keuschester Bräutigam. Gepriesen sei der heilige Josef, ihr keuscher Bräutigam. Gepriesen sei Gott in seinen Engeln und Heiligen. Gepriesen sei Gott in seinen Engeln und Heiligen. Gepriesen sei der dreifaltige Gott von seiner ganzen Schöpfung, jetzt und alle Zeit bis in Ewigkeit. Amen. Gepriesen sei der dreifaltige Gott von seiner ganzen Schöpfung, jetzt und alle Zeit bis in Ewigkeit. Amen. Siegreiche Königin, himmlische Frau. Siegreiche Königin, himmlische Frau, milde Fürsprecherin, reinste Jungfrau. Wende, o heilige Mittlerin, du deine barmherzigen Augen und so. Heimat und Christenheit in großer Not, mutwillig fürsprach ein bei deinem Sohn. Wende, o mächtige Schützerin, du deine barmherzigen Augen uns zu. Siegreiche Königin, Mutter des Herrn, Sühne und Buße dir bringen wir gern. Schau nicht das Sündenmeer, dein heiliges Herz, halte die strafende Hand von uns fern. Öffne dein Mutterherz, reinste Jungfrau, uns darin Schutz gewähr, dir wir vertrauen. Wende, o schmerzhafte Königin, du deine barmherzigen Augen uns zu. Siegreiche Königin, Mutter des Herrn, mitten in Finsternis strahlende Stern. Wende, o weiseste Führerin, du deine barmherzigen Augen uns zu.
Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib. Amen. Mhm.